Hey. So, ach, guck mal, hier gibt es nur den einen Weg. Also da drin ist die Tafel schon mal nicht. Haut ab. Ich sag's euch, Leute. Ah. Alter, verdammt. 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 Hier dürfte uns ja erstmal nichts passieren, oder? Da brennt schon einer. Da hinten ist noch eine Hütte. Wenn ich jetzt hier rankomme? Nee, geht auch noch. Okay, also noch ist das Ding ja eh nicht angeschaltet, deswegen können wir, denke ich, erstmal hier oben rum hampeln. Boah, Gott sei Dank. Kann das auch explodieren? Nee. Oh, oh, doch, 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 doch. Boah. Alter. Ich hab's bloß zischen gehört, aber da war ich auf der anderen Seite. Der Austrittspunkt. So, hier müsste es aber drin sein. Während des Tages nicht verfügbar. Nein. Ach, komm schon. Notiz 11 erhalten. Oh, pff. Darf doch nicht wahr sein. Das ist ja doof. Hey, konnte ich dich nicht mal anheben? Achso, ist keines dieser Objekte. Alter Schwede. Ja, ihr Schweine. Ich würde sagen, wir holen uns mal ein bisschen Loot, oder? Alter, was ist denn hier los? Bloß ein bisschen aufpassen, dass wir selber nicht mit verbrennen. 7.07 Uhr, wann wird's Nacht? 21 Uhr. Hm, ist natürlich ein bisschen viel Zeit, um sich hier die Zeit zu vertreiben. Also die zweite hin. Wow, 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 wow. Scheiße. Stehen wir aber mal voll in der Sackgasse. Ach, guck mal, der Tritt verbraucht keine Ausdauer. Genau. Versuchen die sich hier durchzuquetschen. Tja, das klappt leider nicht. Boah, hau ab. Alter. Das ist wieder so ein größerer. Oh, scheiße. Molotov-Cocktails mehr. Erstmal hier hoch. Die ganzen Pakete können wir dann einsammeln, das ist alles Loot. Okay, die anderen haben jetzt geschnallt, dass sie da um die Ecke laufen können. Wo waren sie denn? Geile Sache, wir stellen direkt nochmal ein paar her. Ist ja genug da. So, fickt euch. Ah, die gehen nicht ganz drauf, wenn sie nicht richtig drin stehen. Ja, ganz, der Typ ist echt Feuer und Flamme. Oh, oh, oh. Das darf doch nicht wahr sein. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Gibt's ja nur anscheinend 1000 in dem kleinen Gebiet. Oh, guck mal an, ich sehe gerade, unsere Waffe ist defekt. Ach verdammt, die können wir jetzt auch nicht mal reparieren. So, gut zu wissen. Dann können wir den Clownhammer. Ne, Moment. Ach, die Rohrzange ist es. Können wir noch zerlegen? Können wir noch ein Metallteil? Das ist halt auch super. Und das können wir mal reparieren, oder? Ne, komm, wir nehmen mal das Nagelbrett. Das sieht ziemlich geil aus. Macht zwar nicht viel Schaden. Ist aber nicht so schlimm. Hier im Menü ist es C. Draußen ist es R, wie nachladen. Ach ja, das war der Clownhammer. Oder? Das hier ist der Clownhammer. Nee, das Nagelbrett wollte ich ja. So, jetzt geht doch endlich mal. Ich nehme jetzt mal langsam alles mit hier. Au, ab, Lady.
Da, geh da rein. Hier kommt mir nicht näher. Du auch da hinten ins Feuer. Ach, verdammt. Ich wollte die ganze Zeit... Oh. Ich kann ja nicht mal in Ruhe looten. Scheiße. Ah, Mann. Vielleicht hätte ich die erstmal woanders hinlocken sollen. Mann, da liegt so viel Zeug rum. Ja, die Pakete brauchen auch nur noch aufgehoben werden. Irgendwann werden die Zombies zu diesen Paketen. Ja, damit hier anscheinend nicht zu viel rumliegt. Hau ab. Platz. Oh. Ach, scheiß drauf. Dann hauen wir halt ab, bevor wir noch mehr Ressourcen verschwenden. Allerdings, es ist 7.54 Uhr. Ja, dann müssen wir uns wohl in der Zeit um was anderes kümmern. Was haben wir denn noch so? Quests. Ja, Vorsicht, Hochspannung. Ach, hier, guck mal, hier steht auch da, Schwierigkeit Mittel erhalten, 4500 Erfahrungspunkte oder so. Was gibt's denn noch? Militärnotstand. Finden Sie eine Schusswaffe? Da hinten. Wo ist denn das? Also. Warte mal. Wir sind da. Wenn ich mir das anzeige. Also, wir befinden uns hier. Ach, jetzt sehen wir das auch. Und dann müssen wir da hin. Okay, also Richtung Osten. Dann suchen wir mal nach einer Schusswaffe. Dieses olle Nagelbrett war leider nicht so erfolgreich. Es hat nicht so gut reingehauen, wie ich dachte. Wobei ja Nägel eigentlich immer nicht schlecht sind bei den Zombies. Oh. Oh, guck mal, wir haben gerade Pistolen. Ach. Ne. Ja. Das ist ja geil. Gerade war ich echt noch so drauf, ach komm, suchen wir die Schusswaffe, geben wir sie ihm. Jetzt wo wir sie haben, denke ich mir, ach, naja, wir können doch eigentlich selber mal Hand anlegen. Wie viel Munition haben wir denn dabei? Genauigkeit, ach guck mal an, die haben keine Haltbarkeit. Wert $9000, alter Schwede. Ich hoffe, man hört es gerade nicht, irgendein netter Nachbar fängt gerade an rumzubohren. Feuerkraft 240, Genauigkeit 95. 7 Munition. Hier ist wieder so ein Hammerschwinger. Da reicht ein Schuss nicht, wie ihr seht. Zwei Schüsse auch nicht. Daneben. Oh. Ha, drei Schüsse und einmal vor die Omme gehauen. Reicht dann doch. Der hat ja immer viel Geld dabei. Und die normalen Zombies dürften ja dann theoretisch mit einem Schuss tot gehen. Wir bräuchten aber noch ein bisschen mehr Munition und vielleicht sogar noch eine zweite Waffe. Guck mal, die hat auch eine Waffe in der Hand. Gibt es eigentlich mehr weibliche Zombies? Ah, guck mal an. Die Kleidung fetzt dann weg, wenn wir die dort treffen. Ah, jetzt wird auch noch rumgehämmert. Ich hoffe, man hört das nicht. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. So, Schlossknackmittel. Das kriegen wir ganz gut hin. Noch ein bisschen. Ja, also mehr als 3-4 Versuche haben wir bisher noch nicht gebraucht, glaube ich. Vielleicht noch eine zweite Schusswaffe. Ui, was haben wir denn hier? Ein Täschchen. Die bringen so um die $250. Geht nicht auf. Auftreten ist auch nicht. Alles verriegelt und verschlossen. Oh, der war gut. Ja,
drei Schuss haben wir nur noch. Ich wollte erstmal testen. Hier geht's wohl auch nicht rein, oder was? Ah, verdammt. Wir schauen uns nochmal hier oben bei dem Punkt um, wo es uns vorhin die Waffe eigentlich angezeigt hat für die Mission. Vielleicht liegt ja hier noch was rum oder hier oben ist nochmal ein Häuschen oder sowas. Ne, eine kleine Bucht ist hier nochmal. Ist das die Stelle? Ja, nicht ganz. Oh, eine gemeine Pflanze. Noch eine gemeine Waffe wäre cool. Eine gemeine Schrotflinte zum Beispiel. Oder ein gemeiner Flammenwerfer. Es gibt zwar abwechslungsreichere Spiele vom Setting her, aber trotzdem ist jetzt nicht so, dass nach 3 Stunden schon langweilig wird. Vor allem nicht nachts. Das ist halt geil, dass dann nachts auf einmal alles anders ist und du dann doch eher richtig rumschleichen musst und nicht rumhampeln kannst wie so ein Affe. Ah, schade, hier liegt nichts mehr. Ha, wir schauen uns mal hier noch um in der Bucht. Ui, was haben wir denn hier? Noch eine gemeine Pflanze. Können wir damit nicht auch irgendwas herstellen? Bei Hilfsmittel und Medikits. Wir machen auf jeden Fall erstmal Medikits. Wir haben keine mehr. Die kosten auch, glaube ich, nur $100. Wir stehen jetzt erstmal alle her. Das ist nicht so schlimm. Ach, hier, guck mal, ein Auf... guck mal an. Alkohol? Okay, haben wir leider nicht mehr. Widerstand unter Wasseralge. Fluoreszierende Pilze und toxische Flechte. Nachtsicht, das ist ja super. Eine Unterwasseralge, die gibt es doch wahrscheinlich. Man hört unter Wasser. Das hier vielleicht, das hier am... Ach, ne. Er kann auch schwimmen. Er kann aber nicht schnell schwimmen, er kann nur schwimmen. Habe ich irgendwo eine Atemleiste oder so? Nö. Ich hoffe, es gibt keine Unterwasser-Zombies. Aber auch nett... Oh, guck mal an, da kommt dann doch die Leiste. Okay. Ha. Auch nett. Wie erstmal die Kontaktlinsen beschlagen. So, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Eine Unterwasseralge. Ha. Vielleicht brauchen wir dafür richtig süffiges Wasser. Kommen wir hier wenigstens auch verschlossen. Wie kriege ich denn die Türen auf? Ah. Vielleicht muss man da einfach drauf schießen. Ich weiß es nicht. Wieso kann er da nicht mit dem Dietrich ran? Oder geht's von oben rein? Auch nicht. Manu. Ah, Moment mal. Der Typ hat uns doch irgendeinen Schlüssel versprochen, dem wir die Waffe geben sollen. War das nicht so? Irgendjemand? Schade, kann er sich nicht vorbeiquetschen. Oh, guck mal an, hier geht's hoch. Hm. Ja, komm, soll's keine Klimmzüge machen, sondern hier hochgehen. Oh, süß. Ach, guck mal an, das suppt da sogar noch raus. Oh je. Ganz so böse wollte ich dann doch nicht sein. Inventar voll, ja. Das olle Scheißbrett kann auch hier bleiben. Hm. Also meine Munition ist echt Mangelware. Oh, ein schweres Schloss. Bin gespannt, wo man die bekommt. Könnten wir die kaufen? Ich glaube, die gab es nicht zu kaufen. Ach, scheiße, da ist einer weggebrochen. Hä?
Habt ihr jetzt alle Positionen durch? Hä? Moment, ich dachte, das war da drüben. Nee. Aha, hier oben. Nein, ein bisschen weiter nach rechts. Ja. Erstes Mal, dass wir so viele verbraucht haben. Ein Messer. Ich würde sagen, wir zerlegen mal kurz ein bisschen was. Ach, eine deutsche ist das sogar. Eine deutsche Pistole. Das ist ja nett. Das alle Nagelbrett, das ist scheiße. Das zerlegen wir direkt mal. Das ist ein Zerlegen Y. Einmal Nägel erhalten. Schwere Bewährungsstahlstab. Das ist ja auch ein toller Name. Ja, so super sind die leider nicht. Was erhalte ich, wenn ich das zahle? Ich zerlege jetzt einfach mal ein. Da haben wir ein bisschen... Ach, guck mal, der Hammer, der macht viel Schaden. Ein bisschen mehr Platz im Inventar. Der haut natürlich extrem rein, aber der ist so langsam, da habe ich keine große Lust, mit ihm rumzuhantieren. So, das Messer kommt noch mit. So, da ist der Hammer. Haben wir denn hier vielleicht trotzdem nochmal irgendwo Munition? Ah, Klopapier. Alle Kleidung ist da drin. Ah, hier sieht es auch extrem versüfft aus. Oh, lecker. Ich auch sofort Hunger. Was haben wir hier noch? Alkohol und was zu futtern, das ist ganz gut. Können wir mitnehmen. Ein bisschen können wir was gebrauchen. Oh, hier oben. Aha. Mull, auch super. Können wir nochmal Medipack herstellen. Ach, das wäre geil. Ha, das wollte ich jetzt einfach mal probieren, ob das klappt. Und es klappt sogar. Was ist mit der Hütte hier drüben? Boah, ich weiß echt nicht, ob wir die Waffe abgeben sollen. Was bekommen wir denn von dem, wenn wir die Waffe abgeben? 3500 Erfahrungspunkte. Puh. Was haben wir denn noch? Muttertag. Suchen Sie nach Gazis Versteck. Dann machen wir das noch. Und wenn dann Nacht wird, dann begeben wir uns vor, schon mal wieder zu diesem Umspannwerk. Können wir hier hochklettern? Um dann rechtzeitig dort zu sein. Ah, schade, geht nicht. Gibt's bestimmt auch ein paar versteckte Sachen. Nein, nein, nein. Ah, kein Schaden erlitten. Ha! Glück gehabt. Ah, was macht denn der? Der suhlt sich schon wieder auf der Motorhaube rum. Oh, entschuldigt, das ist eine Frau. Mistvieh. Gib die Kippen her. Wo müssen wir denn hin zum Muttertag? Boah! Das ist ja ganz da hinten. Das ist ja echt am Arsch der Welt. Warte mal, wir gehen mal hier in die Nähe, da ist ein GAE-Paket angekommen. Wir versuchen das jetzt mal zu kriegen. Bin mal gespannt, was wir da vielleicht für Boni erhalten. Wenn wir da eins erhaschen können. Hey Leute. Ja, ich komme später nochmal wieder. Oh, hier stehen Haufen Pflanzen rum. Da war noch eine dritte, aber die habe ich jetzt mal... Nein, ich komme da nicht hoch. Nein. Oh, doch, hier. Komm schon, Beeilung. Naja, Pisser. Hier, ich hab was für euch. Ende Gelände, verstehst du? Ende Gelände. Genau. Ende Gelände. Naja, du brennender Mistkerl. Du bist erledigt. Wie kann man denn blocken? Ah.
eine Kiste ist schon offen. Ich reiß dir den Arsch auf. So, ja. Oha, das hat ganz gut geklappt. 5-mal Premium-Wurfstern. Oh, das ist auch super. Mauerhammer. Nehmen wir mit. Inventar ist voll. Ja, ist nicht so schlimm. Haben wir noch genügend. So, da haben wir die erste richtige Kiste auch mal besorgt. Medizinisches Material und Katastrophenhilfe-Paket. Bringen Sie das Paket zum Quartiermeister. Yo. Oh, guck mal, hier ist gleich noch ein zweites angekommen. Das holen wir natürlich auch noch. Das lasse ich uns nicht entgehen. Ist wahrscheinlich oben auf dem Dach gelandet. Wo auch sonst. Hm, müssen wir erstmal hier rüber. Oh, ja, eine Klinge. Auch sehr, sehr hilfreich. Ach nee, es ist eins weiter unten, sehe ich gerade. Ach nee, da braucht jemand unsere Hilfe, kann das sein? Ja, tatsächlich. Ja, ich dachte, das war auch nochmal so ein Paket. So, verschwindet. Lass den armen Mann gefälligst in Ruhe. Hey, was ist mit dir los? Komm mal her. Gib uns mal bitte die Belohnung. Das ist ja lustig. Und das geht nicht. Danke. Mach's gut. Und viel Spaß noch. Haha. Ja, Telefonzellen plündern auch immer sehr lohnenswert. Oha, dann gehen wir mal zu Gazis Versteck. Da müssen wir ein Weilchen laufen. Da würde ich sagen, nutzen wir doch mal die Parkour-Elemente vom Spiel. Ach, das will ich machen. Ja. Hui. In meinen Gedanken gerade kam es viel, viel cooler rüber, als es dann letztendlich war. Verdammt. Wie viel Uhr ist es denn eigentlich? Kann ich mir auch so den linken Arm anzeigen lassen, dass ich sehe, wie spät es ist, ohne dass ich immer ins Menü muss? Geht wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nur nicht. Oh, halt, das war dieser. Ja, okay. Dass uns alles angezeigt wird. Taste. So, hier auch noch was zu. Ah, das ist ja ganz gut, da sind wir mit dem Leben fast wieder voll. Alkohol, super Sache.